zu einer weiteren Folge Minecraft Helden. Wir bauen heute einen geheimen Bunker, Leute. Es wird nämlich langsam Zeit. Ich bin hier erstmal an einem blöden Ort, ja. Also hier ist meine Base auf Insel 1. Ich brauche immer 10 Jahre, um zu einer anderen Insel zu kommen. Das heißt, ich werde gucken, dass ich ein bisschen zentraler komme. Das hier aber stehen lassen als Plot. Sodass, wenn Leute in der Zukunft mich attackieren wollen oder sonst was, die erstmal hier hingehen und nicht wissen, dass ich einen geheimen Bunker habe. Und erstmal esse ich die Made hier. Kann man die essen? Ist ja ekelhaft. Lol. Bin nicht mal vergiftet oder so, ne? Aber das war eklig. Das geht mir hier auch echt auf die Nerven, mein ganzes Sortiersystem. Das ist schrecklich hier, Leute. Okay, ich werde mir jetzt eine Stelle raussuchen. Ich habe aber jetzt extra, das habe ich in der letzten Folge gelernt, mein PvP-Equipment, abgesehen von meinem guten Schwert. Das habe ich leider noch nicht, aber wir haben ein paar Cobwebs mit, wir haben Lava mit. Ich habe alles auf meinen Hotkeys, Enderperlen und so. Das heißt, falls ich jetzt zufällig Alverstein über den Weg laufe und der mich attackieren möchte, so wie letztes Mal, dann sind wir vorbereitet. Okay, Leute, es ist bis jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Keller, aber der wird noch ausgebaut. Ich habe sogar ein Bett mit, das ist ja perfekt. Da können wir schon mal unseren Spawnpoint hier setzen. Bevor wir den weiter ausbauen, müssen wir aber mit Flo reden. Ich habe ihm geschrieben, wir müssen reden, Flo. Ich hoffe, er hat Zeit. Nein, was ist das denn? Er sagt mir nicht, hier ist das Gumbo Gaming House. Wer hat das denn gebaut? Oh mein Gott, warum sind hier so viele Druckplatten? Meint ihr, da ist TNT drunter? Warte mal. Hä, was ist hier passiert? Ich will auch nicht drauf treten. Nachher ist er... Oh, kurz Herzinfarkt bekommen, nachher ist er echt TNT. Kann sein, dass das ein Prank ist und irgendwo da drunter ist TNT, ey. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht hingehen. Okay, interessant, interessant. Das ist safe eine Falle, Leute. Flo ignoriert mich einfach, das kann nicht sein. Komm, Pyramide. Als ob ich weiß, wo die Pyramide ist, Mann. Minus 100, 0, okay. Ey, egal, wo ich hingehe, ich bin an der falschen Stelle. Ich komme aus dieser Richtung, mehr oder weniger, und bin schon in die ganz andere Richtung gegangen, weil ich dachte, er ist bei seiner Insel. Gut, dass wir jetzt unser Pferd haben. Let's go. Was ist denn hier los, ja, Junge? Du bist ein Schaufeling. Hallo? Moin! Junge, Ryan! Ryan, du bist hier! Hey, beruhig dich! Beruhig dich! Ryan ist hier gespawnt. Ah, hast du dich geholt? Ich wollte zu Flo nur. Willst du 1 vs 1 oder was? Komm! Du wolltest eben 2 gegen 1, jetzt will ich 4 gegen 1. Also, 4 gegen 1. Du rennst mit einem Eisenschwert rum, Ryan, was soll das? Das ist das Backup-Schwert. Nein, Ryan gehört nicht, Ryan gehört nicht zu uns. Ryan gehört nicht zu uns. Ey, also, da wollte ich mit Flo drüber reden, aber er ist ja busy gerade, sehe ich. Flo, warum treibst du dich mit so zwielichten Gestalten wie Alphastein rum? Regel's auf! Okay, das Gespräch muss ich demnächst noch so mit Flo führen, Leute. Der ist anscheinend gerade busy. Ich wollte sagen, es kann doch nicht sein, dass jetzt anscheinend Alphastein bei den Ampelkriegern ist. Das geht so nicht. Der hat mich bedroht letzte Folge. Den kann man nicht vertrauen. Lol, ist das Elidas Pferd, was da einfach rumsteht? Oh nein, oh nee. Wo kommst du her? Rein, Ja, willst du immer noch eins versus eins? Irgendwie haust du auf einmal ab. Was ist da los? Ich hab einen Termin. Arzttermin oder was? Richtig. Ach so, ach so. Ich glaube, mein Pferd Nein, ist du hast 2 gegen 1. Deswegen. Du wolltest 4 gegen 1. Du wolltest 2 gegen 1. Ja, aber wir können auch 1 gegen 1. Ich hab Rücken, Ryan. Wenn du dich jetzt irgendwas traust, Ryan. Du wirst nicht lange diesen Projekt überleben, Ryan. Wie viel Herzen hast du denn noch? Genug. Wollen wir da mal eins weniger draus machen, oder? Fühl dich nicht. Okay, heute verschone ich dich noch. Aber wenn ich dich nochmal sehe und du mich bedrohst, du dann verschonst mich. Ärger. Ich verschone dich. Du verschonst ja. mich. Ja, ich verschone dich, nicht andersrum. Sicher. Ja, ganz sicher. Dann reite mal weg. Ist besser so. Leute, also, sobald er alleine ist, hat er auf jeden Fall nicht mehr so eine große Klappe, ne? Ist klar, Alphastein, ist klar. Ist aber gut, dass der nicht kämpfen wollte, weil ich habe nicht mal meine Dia-Boots mit und nur mein Eisenschwert. Also ist gar nicht so schlecht. Es wird Zeit, Leute, dass ich euch zeige, wo meine geheime Kiste steht. Es ist wirklich ein Wunder, dass sie noch keiner gefunden hat bis jetzt, Leute, denn die ist direkt hier auf meinem Grundstück einfach. Wir müssen sowieso jetzt die ganzen Items hier rübertragen in meinen Bunker. Ich habe hier viel zu viel Stuff drin. Von daher, Leute, es ist soweit. Meine geheime Kiste befindet sich nämlich direkt hier in der... Nein, 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 das ist easy, Leute. Okay, wir müssen aufpassen. Nicht, dass sie das sieht. Okay, ich zeige euch das jetzt kurz. Die darf das nicht mitkriegen. Die ist nämlich hier drunter, Leute, hier drunter. Ich zeige euch die gleich. Ich habe Angst, dass Easy das mitbekommt. Wir gehen da mal ganz kurz rüber. Easy cheesy. Oh, ich habe die falschen Schuhe an. Wer ist da? Ich bin's, ChaosFlow44, und ich werde dich jetzt töten. Das glaube ich nicht, denn ich habe eine bessere Rüstung als du. du hast... Weiß ich nicht, ob die besser ist. Was hast ja, du drauf? Außer die Schuhe, die sind mir gerade kaputt gegangen. Oh, das ist natürlich blöd. Was hast du denn für Schuhe? Ja. War das diese Dia-Schuhe kaputt gegangen? Meine Dia-Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Ich hatte noch nicht mal Dia-Schuhe in dem Projekt. Ja,
Ach so, du bist eine arme Socke. Ryan. Ich habe nur 3 Dias, ich kann mir keine Schuhe leisten. Das sind meine 3 letzten 3 Dias. Nur? Ja. Das sind jetzt meine. Jetzt auf hast du die geklaut. Tschüss, bis bald, Easy. War nett, dich getroffen zu haben. Das war alles, was ich hatte. Easy, du hast Glück. Ich bin der reichste Spieler auf dem Server. Ist gar kein Problem. Bist du echt? Ja, also ein Dia kann ich dir safe schon mal sponsern. Hier, zack. Ich habe deine Dias mehrfach. Das sind jetzt 4. Oh mein Gott, danke schön. Warte, dann mach ich mir direkt Dia-Schuhe. Okay. Schuhe, guck mal. Oh, das erste Mal habe ich meine Füße in sowas Edles hier gekleidet. Das ist warte mal. Stark. Du kannst nicht Easy Cheesy sein. Wer Warum bist du? Nicht? Easy Cheesy hätte sich als erstes Dia-Schuhe gecraftet. Du bist Fake Easy, das kann nicht sein. Was ist mit dir passiert? Fake Easy? Weiß ich auch nicht. Warte mal, was kommt alles auf die Schuhe drauf, Ryan? Protection, würde ich sagen, ne? Protection 4, am Ranking 3 am besten, oder? Wenn es geht, auch Fehlerfall. Wie viel Level hast denn du? Wie viel Level 15 hast du? 15 nur. Kannst du die zusammen craften mal so kurz? Aber ich habe 80 Level und ich will die teuren Level nicht ausgeben. Hast du einen Amboss? Ich habe keinen Amboss. Okay, ich habe kein Eisen. Ich habe kein Eisen für einen Amboss. Als ob du kein Eisen hast. Nein, ich habe kein Eisen. Aber Ryan, Waffe habe ich was anderes. Ich kann dir das gleich mal zeigen. Okay, ich bin gespannt. Zack, zack, bam. Hier, bitteschön. Oh mein Gott. Ein Amboss. Dankeschön. Ey, was ist das denn? Leih mir den nur kurz aus. Ich gebe jetzt gleich. Ja, ich gebe ihn, ich baue dir einen neuen. Steig ein. Ich gebe dir Dias und was machst du? Du klaust meinen Amboss. Ich glaube es nicht. Du wolltest auch noch wegfahren. Ich habe den nicht geklaut, ich habe den ausgelegt. Ich habe es dir doch sogar gesagt. Ja, du machst den kaputt jetzt zu 100%. Der ist schon angeschlagen. Ja, den hast du auch schon lange benutzt. Ich werde dir einen frischen Amboss besorgen, okay? Okay. Ja, das ist nicht und jetzt sag mir, was auf die Schuhe muss. Also Wasserläufer, da brauchen wir noch Federfall, oder? Brauchst du Wasserläufer? Ja, doch, kann man machen, ne? Federfall. Ja, Federfall und Protection auf jeden Fall. Wie viel Federfall gibt's denn? Was hast denn du hier Best Enchantment for Armor. Nicht schlecht, gut, Easy, nicht schlecht. Easy, gehörst du schon im Clan an? Nee, gehöre ich noch nicht. Da hast du ganz schön gezögert. Hä, wieso denn? Okay. Ich gehöre kein Clan an, ich bin Beauty Committee. Ich habe Gerüchte gehört, aber okay. Gerüchte? Wer verbreitet denn Gerüchte? Was für Gerüchte? Das kann ich nicht verraten, aber ich habe da was gehört, dass du so ein bisschen ritterlich unterwegs bist. Wer erzählt das denn? Die haben gerade mein Beauty-Committee gesprengt, die Paulberger Ritter. Echt jetzt? Also wer das verbreitet, der ist eine Doofnase. Oh, das gibt Beef. Aber guck mal, was ich Cooles habe, wo wir gerade bei Rittern sind. Komm mal raus, da wirst du richtig neidisch sein. Zack. Wie geht das? Ryan, ich will das auch können. Du brauchst ein Pferd und dann in den Einstellungen gibst du Hotkeys. Hat mir Elina beigebracht. Der habe ich das Pferd abgekauft. Da steht irgendwo Pferd personalisieren. Und Pferd zu sich rufen oder so. Okay, ich brauche erstmal ein Pferd dafür. ich hab schon ein Pferd gefunden. Ich will so ein weißes Pferd haben. Ich finde die voll schön. Ja, okay, Ryan, soll ich dir jetzt mein Geheimnis verraten? Ja, verrat mir dein Geheimnis. Warte mal. Oh ja, okay. Mein Geheimnis, aber du musst mir die Sachen zurückgeben. Okay. Du musst sie mir zurückgeben, das schwör. Indianer Ehrenwort. Ansonsten machen wir jetzt einen mündlichen Vertrag. Du schuldest mir 70.000 Euro, wenn du mir die nicht zurückgibst. Deal? Okay, Deal. Ja, okay, ich bin dabei. Oh mein Gott. Protection 4, Aqua Infinity, Unwrecking, Respiration, Mending. Als ob du Mending hast. Lol, gut, dass ich die Finger gekreuzt hatte. Das ist jetzt meine Rüstung. Spaß, Leute. Ich gehe natürlich wieder auf den Server. Ich habe keine 70.000 Euro, die ich easy geben könnte. Ryan, was, wenn ich dich jetzt geschlagen hätte und wärst dann vom Server disconnected? Oh mein Gott, das hätte ich ein Leben verloren. Dann hättest du ein Leben verloren. Und stell dir vor, du hättest das letzte verloren, wärst dann aus dem Projekt raus und meine Sachen wären dann weg gewesen. Ja klar, war das auch einfach so passiert. Ich habe noch 3 Leben, Mann. Ich bin gut dabei, Easy. Ist Mending, Ryan, auf 2 Rüstungsteilen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich will auch 100 Stunden oder so. 100 Stunden? Das wird ein langer Stream. Ja. Leute, wir machen einen Stream, bis ich 4 Mending-Bücher habe. Ein Wochenstream. Es reicht ja theoretisch 1 für den Dreizack, aber ich habe leider keinen Dreizack. Ich habe auch keinen. Aber ich will erstmal das Mending-Buch haben, das ist mir wichtiger. Aber Easy, was ging denn dann bei dir? Du bist in keinem Clan. Was hast du gemacht hier bis jetzt? Du hast nicht mal Dias. Ich habe mein Haus gebaut, ich habe das Beauty-Committee gebaut, ich habe die Welt verschönert und ich war sehr aktiv dabei und ich habe geangelt. Ich habe 11.000 Fische gefangen.
11.000! Ja, komm, ich zeig dir noch, was ich noch gemacht habe. Das habe ich heute gemacht. Das ist aber hässlich. Okay, warte. Ich muss gucken, wie viele Fische ich gefangen habe. 394 nur. Okay, das ist nicht so viel. Peinlich. Ja, ich weiß. Ich mache demnächst nochmal einen Angelstream. Schicken hat übrigens einen Schrimp gefressen. Kennst du die Riesenschrimps aus Freunde 2, die es immer gab? Ja, die kann er essen. Ja, scheinbar. Der ist weg. Das ist heftig. Okay, was hast du krasses gebaut hier? Nicht hinter diese Tür gucken. Das ist gar nichts. Da unten, ja, guck mal, das ist jetzt mein automatische Spinnenfarm. Oh, warte, wie kommen die denn durch? Ich sehe nicht, kommen da alle durch. Hey, wie kommen die denn? Ich hab die noch nicht ausprobiert. Nee, automatische Spinnenfarm. Hier stirbt man automatisch, weil alle Spinnen durchkommen. Was hab ich denn da gemacht? Ich hab die so gebaut, wie im Tutorial gesagt wurde. Mann, sehr schön, cool. Gefällt mir sehr gut, die Spinnenfarm. Mann, ich hab die so gebaut wie alle anderen auch. Das ist ein Hacksave. Ach okay, Mann. Ich weiß auch nicht. Easy, du kannst ja gerne noch weiterbauen. Ja. Ich habe hier noch eine geheime Mission. Ich muss weiterziehen. Aber viel Erfolg. Geheime Mission? Geheime Mission, ja, kann ich nicht verraten. Bring mir Matthias mit. Klar. Wie viel brauchst du? 1000! Ja klar, ich bin der reichste Spieler, so viel habe ich. Auf Wiedersehen! Danke, ciao! Ciao! Okay Leute, dann zeige ich euch jetzt, wo die geheime Kiste ist. Die war nämlich die ganze Zeit einfach hier. Unter meinem Bett natürlich, Leute, unter meinem Kopfkissen. Hier ist mein Schatz, mein Bett und hier haben wir die geheime Kiste. Super offensichtlich, viel zu offensichtlich, um ehrlich zu sein. Und die müssen wir jetzt ganz schnell hier wegschaffen. Kann ich die nicht hochheben? Warte mal. Wenn ich so mache, ging das nicht? Ich bin gerade lost, Leute. Achso, weil ich ein Schild in der Hand habe. Deswegen geht es nicht. So, die nehmen wir jetzt mit. Kann ich das abbauen, während ich die Kiste in der Hand habe? Irgendwie nicht. Okay, warte mal. Wir müssen uns den Weg bauen. Zack, zack. Und let's go, Leute. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum geheimen Bunker. Da muss ich jetzt hincutten. Vielleicht ist er in der Richtung. Vielleicht muss ich auch in die Richtung, Leute. Vielleicht muss ich auch in die oder auch in die. Wir sehen uns im Bunker wieder. Mir ist gerade mal klar geworden, wenn mich unterwegs jemand erwischt jetzt mit der Kiste, dann habe ich ein großes Problem. Da sind alle meine wichtigsten Items drin. Wenn ich jetzt überfallen werde, habe ich alles verloren. Ist aber zum Glück nicht passiert, Leute. Hier sind wir angekommen. Das ist das Wichtigste gewesen. Also die Mission auf jeden Fall schon mal erfolgreich ausgeführt, Leute. Hier haben wir jetzt all meine wichtigsten Items. Die werde ich natürlich trotzdem hier nicht offen stehen lassen. Eine Kiste, die muss ich hier gleich auch in diesen Bunker verstecken. Aber das ist ein Zukunftsprojekt, weil erstmal muss ich den Bunker hier ein bisschen weiter ausbauen, dass der besser aussieht, Leute. Aber das machen wir nicht mehr heute, sondern demnächst irgendwann. Vielleicht habe ich bei der nächsten Folge den Bunker schon fertig ausgebaut und noch alle Items rübergetragen. Mal schauen, Leute. Das war es auf jeden Fall erst mit der heutigen Folge von Minecraft Helden. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like dafür mehr Minecraft Helden Content. Und auf Wiedersehen.